Servus Leute, ich bin's wieder, Mike, mit einem neuen Video, oder besser gesagt, mit einem neuen Mike Plays. Dieses Mal das Ganze auf der PlayStation 5 und es ist wieder Dying Light, aber das Next Gen Upgrade. Ich habe das Ganze jetzt schon mal auf der Xbox Series X durchgespielt und habe mich dazu entschieden, mir das Ganze nochmal auf der PlayStation 4 zu kaufen. Dankeschön nochmal an den Dennis, er hat es mir verkauft für ein paar Euros. Sehr, sehr geile Sache, weil das Spiel ist mittlerweile wirklich sehr, sehr rar. So, kommen wir zum Spiel. Ich habe das wirklich noch nie auf der PlayStation gespielt. Ihr könnt das auch unten rechts sehen. Fortschritt 0%, noch gar keine Trophäen, nichts, gar nichts. So, und ich würde sagen, gleich mal ab ins Game, ne? Da bin ich mal wirklich gespannt, wie sich das Ganze jetzt auf der PlayStation 5 spielen wird. Auf der Series 6 war es super und ich denke mal, hier wird es nicht anders sein. Was mir aber gleich aufgefallen ist, dass der Patch auf der Series X über 22 GB groß war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und hier nur 5 GB. Deswegen ist es vielleicht auch selbsterklärend, warum der Series X Patch länger gebraucht hat wie der PS5 Patch oder das Upgrade. Weil die PS5 Version war, ich sag jetzt mal, nach ein paar Tagen erhältlich, aber die Series X Version hat noch ein paar Tage auf sich warten lassen. Na, ich glaube sogar 2 Wochen ungefähr. Vielleicht liegt es daran. Da steht sogar PlayStation 4 System nicht aus, während das Speisesymbol angezeigt wird. Okay. So, da bin ich mal gespannt. Die Bosa-Code ist verfügbar. So, wir spielen das Ganze wie auch auf der Series 6. Außer auf ausgewogen, das heißt 60 FPS und 2K. Das werde ich nie spielen, weil da habe ich nur 30 FPS und 60 FPS ist halt schon mal ein ganz anderes Spielerlebnis, ne? So. Ihr könnt auch sehen, ich habe wirklich noch gar nichts, Leute. Nichts. Neues Spiel. So. Das Ganze machen wir auf normal. Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. So, wir brauchen sie zurück. Dafür bin ich ja jetzt da. Ich hol's auch zurück. So, ich wollte X drücken. X ist ja bei... Kneif du ihn. Du hast Angst. Xbox. Hab ich nicht. Hier drüben, da wo die Viereck-Taste ist. Er blinzelt. Was? Da, warum ist meine lieber. PlayStation-Controller jetzt grün? Zombie seht ist. Ihr das vielleicht? Ah, der leuchtet grün. So, kommen wir erstmal zur Steuerung. Mal schauen, wie die ist. Oder wie leichtgängig das Ganze auf der PlayStation ist. Ich denke mal, da wird es keine großen Unterschiede geben. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich muss aber ein bisschen die Stick-Empfindlichkeit. Vibration aus brauche ich echt nicht. Das nervt. Wow. Wow. Okay, ist ein bisschen zu viel. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, Leute, wie ungewohnt das Ganze ist, ne? Mit einem PlayStation-Controller Dying Light zu spielen. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder?
Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies. Siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Ich bin irgendwie echt aufgeregt, obwohl ich das Spiel zigmal durchgespielt habe, aber... 31, das ist deine Nummer. Es ist auf jeden Fall 31 in nicht dasselbe, weil es ist halt keine Xbox. Ruhe, ach scheiß auf Ruhe, jetzt kriegt der Amirs Antizin. Und ich muss halt komplett von vorne anfangen, ne? Und du bist? Das macht das Ganze nochmal viel spannender. 31. Und interessanter natürlich. Okay. Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann. Okay, komm. So, erstmal nach oben. Hey, ich suche Hab's erst gestern Abend bist durchgespielt. Du der Boss? Jetzt sitze ich hier schon wieder. Probleme mit meinem Alter? Nein, ich. Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da toll. Komm, her damit. Ich bin nicht faul. Ach so, ey. Stopp, stopp, stopp. Ah, okay. Muss erst mal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Weil hier ist ja nicht die Select-Taste die Select-Taste, sondern hier macht nur mit der Select-Taste. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Sind ja einige draufgegangen. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Bis zum Geier. Komm her damit. Mal einen Kick geben, Überwindungssache, da gibt's gleich die erste Trophäe. Geil. Oh, hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, deinen Mann hat's übel erwischt. Als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Ja, schaut immer noch so gut aus. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alko. Bleib. So, das machen wir.
So, ich spiele ein bisschen schnell, sage ich jetzt mal. Wenn ich so viel rumtrödel. Ich werde trotzdem versuchen, alles so schnell wie es geht mitzunehmen. Okay, da. So. Selber machen will gelernt sein. Das ist alles, was Marc braucht. Versuchen wir es. Okay. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol, primitiv, aber okay. Okay. So, gut, haben wir unsere ersten 250 Erfahrungspunkte. Mann, ich freue mich schon, wenn ich hier rauskomme. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. No problemo. Ich freue mich so mega, das nochmal durchzuspielen. Weil erstens ist das auf der PlayStation und zweitens... Ich muss komplett von vorne anfangen. Das macht das alles so richtig geil, Leute, einfach. Obwohl ich alles schon... tausendmal gesehen hab. Ja, keine Ahnung, es okay, ist immer noch geil. Ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie komm. Gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Das mache ich. So. Müssen wir nochmal mit ihm reden, kurz? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passendes. Stinken. Wenn du dich umgezogen hast. Frische Kleidung. So, was haben wir denn hier? Was ist mein Inventar? Ich habe wirklich gar nichts hier, Leute. Nichts. Gut, Rahim. Ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hier bleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Bis ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber. So. Oh mein Gott, wie langsam der hochklettert. Solltest dich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Hammer, geil, Leute. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay, jetzt spring da runter.
Scheiße! Scheiße! Glück, das kam nichts. Atomzug, ich hab ein paar typische... Okay, okay. Komm, komm, komm. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Enggänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Nicht langsamer werden, während du so, läufst. Ausdauer, ich merk schon. Bist du tot. Die fehlt ihm. Nicht schlecht für einen Neuling. War das jetzt nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen. Hier, so. Also gut, rauf auf das Gerüst dort. Und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz. Mein Lieblingstrick, Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Wenn er wissen will, dass ich ein Agent bin. So. Was passiert mit mir? Crane? Crane, sag doch was. Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. Rahim! Was ist mit mir passiert? Oh, Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Ehe du... Okay, gut. Ich werde die Dialoge nicht komplett anhören und anschauen. Das heißt, ich werde den Anfang anschauen und werde dann die letzten 2-3 Sätze wiederholen, weil die sind dann sowieso... schwachsinnig, ne? Und man kennt es alles. Ich denke mal, ihr auch. Also gut. Wenn nicht, sie dann, haben mir einen richtigen Job gegeben. Ja, und dann niemand weiß ich ahnt, nicht, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit, so gut. Und sobald Dr. So, Level 1, krasse. Alles Level 1 noch. Ah, Sie sind der neue Spiel. War mein Quartiermeister das erste Mal? Rahim hat sie per Funk angekündigt. Genau, ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Solche und da. Wenn Sie. Danke. Vielleicht findet Sie. Lauter solche Gammelwaffen jetzt. Da, rostige Rohrzange, Leute. Für die kalten Nächte. Hammergeil einfach. So. Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Mann, einfach geil, Leute. Schaut's euch an. Okay, Neuer. Dr. Zara ist in einem Anhänger auf einem umzäunten Spielplatz. Super einfach. Raus aus dem Turm, nach links und dann südwärts. Nicht zu übersehen. Ich heiße Crane. Okay, Crane, lauf einfach weiter. Du hast keine Zeit für Sightseeing. Und mach nicht so viel Lärm. Das zieht nur diese Viecher an. So.
nur, dass diese vergammelten Säcke nie lernen, wie man auf einen Transporter klettert. Doktor? Hallo? Ist jemand da? Kende? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, nein. Ein Suppressivo. Es heißt Antizin. Unterdrückt die Symptome. Setzen Sie sie. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GAI nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel, aber ich habe Tests an Antizin und an infiziertem Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. So, gut, Doktor. Danke für die Behandlung. Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zaras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Hey, Spike. Ich bin Crane. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Raketen. Die einen mit, die anderen leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder. Rais, die nächste. Okay. Brackens Team will. Okay. Ich werde dir anbauen. Okay. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Ich spiele sehr gerne damit, muss ich sagen. So, jetzt haben wir erstmal einen Fertigkeitspunkt zu vergeben, Leute. So, Überlebensrang machen wir auch gleich mal. Überlebensrang hier. Dietrich Böller und einen Wurfschirm Molotov Cocktails herzustellen. Sehr gut. Aufputschmittel brauche ich nicht unbedingt, da bin ich ehrlich. Das mit dem Rucksack ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. So, einen Moment. Ich könnte eigentlich Tipps aktivieren. Machen wir mal aus. Mann, das sieht verdammt gut aus, Leute. Ich sag das jedes Mal. Ah. Geil. So, jetzt bin ich wieder als Anfänger unterwegs. Gut, das Auto zuerst. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Jade hier. Ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen fürs Bike unterwegs. Crane, richtig? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. So, dann lass gleich mal auf den Weg gehen. So, hier fange ich keinen Kampf an, weil ich aus Erfahrung einfach weiß. Obwohl, das, wenn ich gegen einen Zombie kämpfe und mehrere nachkommen. Seht ihr? Ist ja eigentlich immer so in dem Spiel, ne? Man kämpft gegen einen, der nächste macht sich schon auf den Weg. Da seht ihr, was ich meine? Das hört sich so geil an. Wenn das Rohr gegen den. Boah. Wenn es aufschlägt, dieses dumpfe Geräusch, ne?
zuerst mal einen Kick von mir, Baby. Das Leute ist so geil einfach. Ich bin da. Deine Geinfizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Greg. Das war ein Kick von mir. Oh Mann, für den kommt jede Hilfe zu spät. Okay. Oh, das macht so viel Spaß okay. Einfach. Erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Okay, so muss das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. Mache ich. Aber lass mich das mal machen. Ach Mist. Alter, das spielt sich einfach so geil in 60 FPS, Leute. Das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. Das passt. Man sieht, ich hab's schon ein bisschen drauf. Soll ich auch, so oft wie ich das Ganze schon gespielt habe. Aber schlimm, wenn nicht. Was eine tolle Aussicht. Train hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Jade, fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Einen Moment. Und zwar kann ich ja gleich das hier weghauen. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und Rain? Danke. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Die Straße. Wimmelt von Infizierten. Ja und? Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Auto, Spike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Bin mit dem Auto fertig, Spike. Weiter so, dann schaffst du es vielleicht. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Es versteht sich von selbst, aber lass dich nicht im Freien erwischen. Spike, die Biester sind überall. Sie dann falls ich die Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Ach, herrlich. Mist. Na gut. Herrlich einfach. Punkt geben wir auch gleich mal aus. So, ausnocken lernen Sie mit größerer Präzision anzugreifen. Jedes Mal, wenn Sie einen Gegner mit einer stumpfen Waffe an der Brust oder am Kopf treffen, besteht die Möglichkeit, ihn zu betäuben. Leute, das hört sich sehr gut an, das machen wir auch gleich. Wir haben sowieso keine andere Möglichkeit, oder ich? Ne, machen wir jetzt nicht.
interessantes Teil. Dreimal so hell wie eine normale Straßenlaterne. Davon kriegen die Infizierten Sonnenbrand. Ja, das Vibrieren soll ich vielleicht anmachen, weil beim Dietrich, beim Öffnen ist das schon besser. Ich merke das. Sorry. Ups. So, jetzt weg. So. Einfach geil, geil, geil. Gut, Beleuchtung ist bereit. Dann weiter zur nächsten Aufgabe. Mach schnell. Geil, 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 Leute, ey. So. Mist. Spike, das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Ach, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. So, Leute, aber ich mach jetzt erstmal hier Schluss. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und es ist wirklich wieder richtig interessant, mit einem neuen Charakter anzufangen. Ich meine, ich kenne schon alles, aber es fühlt sich echt an wie neu, ne? So, Leute, auf jeden Fall, das nächste Video steht schon in Arbeit, war echt cool. Wenn es euch genauso gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich auch liken und könnt auch kommentieren. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal, Leute, und Servus, ciao.